Ich muss diesen Grave Goodwin finden. Alles entspannt, machen wir doch. Und zuerst nehme ich noch den letzten Punkt mit, um mich auch hier in der Stadt von A nach B teleportieren zu können, wenn es mir so passt. Ja, und dann suchen wir nach dem anderen Kram. Damit wieder einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla auf dem PC, Folge 155. So, jetzt geht's los. Er nahm ein Bad im Fluss. Ein reinigendes Bad bringt sie ihrem Gott also näher. Gottes Atem berührte den Jordan und in ihm wurde Jesus von seinen Sünden befreit. Von den Toten auferstanden? Ein hübsches Kunststück und gar nicht so leicht. Bei seinem Grabe erbebte die Erde und ein Engel erschien, der sie fragte, warum sie unter den Toten nach einem Lebenden suchten. Er ward auferstanden. Ein Thronschlüssel für Münster. Verite, qua tantum amaste qui elegit, ma advas so focato. Hancantorie me, es satam infite per... Ist ja noch ein Schlüssel. Das viele Schlüssel. Gut, egal. Ich brauche Hinweise. Hier leuchten noch so ein paar Sachen. Wo du leuchtest, da leuchtet's und... Oder. Mann! So. Ich brauche ich noch. Gott bringt ihnen Licht, genau wie Balder. Licht so hell wie die Sommersonne. Er stieg mit seinen Jüngern auf einen Berg. Sein Gesicht erstrahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Gott. Genau, die Truhe zufällig, weil wir schon mal hier sind und so. Ja, guck dir das mal an hier. Oh, guck mal. Bericht von Wundern. Magister Bater sagt, ich wäre ein böser Junge, weil ich ein Ei über Wigberts Kopf aufschlug. Um Demut und Frömmigkeit zu lernen, muss ich einen Bericht über die Wunder des heiligen Svithun verfassen. Sankt Svithun war ein großer Mann mit einem roten Vollbart und Armen so dick wie Baumstämmen. Er konnte Feuer aus seinen Augen schießen und einmal hat er Eier wieder zum Leben erweckt, als ein Arbeiter eine alte Frau auf einer Brücke anrempelte und die Eier aus ihrem Korb fielen und zerbrachen. Oh, er lässt es regnen, also immer, und er wirkt immer noch Wunder, obwohl er tot ist, arm. Ah, ja, ist klar. Okay. Mein Gott, das sieht ja noch mal schief aus, ey, ist ja mal. Finde den Schlüssel. Na super, dafür habe ich wieder den Schlüssel nicht. Mein Gott, was ist denn das hier für ein... Das ist ja ein Riesenlabyrinth hier. Egal, darum geht's jetzt nicht. Es geht weiter. Nenne Christi Station der Reihe nach. Wo soll ich das denn wissen? Egal. Auf dem Berg erstrahlte sein Gesicht wie die Sonne. Und er wurde zu Licht. Seine Verwandlung. Gottes Atem berührte den Jordan. Und in ihm wurde Jesus von seinen Sünden befreit. Seine Taufe. Was? Lass mich von vorn anfangen. Korinthenkacker! Lass mich von vorn beginnen. Gottes Geduld ist unendlich. Was? Nenne seine Station in ihrer Reihenfolge. Okay, sie fanden ihn nicht. Sie fanden ihn nicht, als sie... Achso.
Die Frauen kamen mit Opfergaben, doch fanden sie ihn nicht, als sie ihn bei den Toten suchten. Seine Auferstehung. Ach so, oh Gott. Ja, was weiß Auf ich denn? Auf dem Berg erstrahlte sein Gesicht wie die Sonne und er wurde zu Licht. Seine Verwandlung. Gottes Atem berührte den Jordan. Verwandlung, Auferstehung. Wurde Jesus von seinen Sünden befreit. Seine Taufe. Ich brauche erst Taufe. Gewogen und für zu leicht befunden. Probier es noch einmal. Erzähl mir seine Geschichte. Taufe, ich brauche zuerst Taufe. Gottes Atem berührte den Jordan und in ihm wurde Jesus von seinen Sünden befreit. Seine Taufe. Okay, so. Taufe, Auferstehung und Verwandlung oder Verwandlung und Auferstehung? Mach erstmal Auferstehung. Auf dem Berg erstrahlte sein Gesicht wie die Sonne und er wurde zu Licht. Seine Verwandlung. So, ja, so, Taufe, Verwandlung und Auferstehung. Doch fanden sie ihn nicht, als sie ihn bei den Toten suchten. Seine Auferstehung. Und Jesus sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis. Sehr gut. Genug der Rätsel. Diese Entscheidung liegt nicht bei mir, denn ich war es nicht, der dich rufen ließ. Wenn du folgst, führe ich dich zu ihm. Komm. Na also. Ich habe dein Rätsel gelöst. Du antwortest mit Schweigen. Wen soll ich treffen? Selbst einen Narren hält man für weise, solange er den Mund hält. Aber Menschen werden weise, wenn sie mit anderen sprechen. Wenn sie immer nur schweigen, verdummen sie. Still! Dein Gerede beleidigt das Ohr des Herrn. Wir sind hier! Auf einmal ist die Tür offen. Möge unser Herr Christus, dessen Zorn die Unreinen vertreibt, einen starken Pakt mit mir eingehen. War Gottes Lehre aufschlussreich? Ich habe gelernt, dass euer Gott den Tod fürchtet, so wie meine Götter, so wie jeder. Und doch können wir durch unseren Herrn in seiner Gnade das ewige Leben erlangen. Diese Kleinigkeit ist dir vielleicht entgangen. Neigen alle Priester in Winchester im selben Maß zur Dramatik? Du riskierst dein Leben, König Elfred. Ich wollte mit dir auf Augenhöhe sprechen. Gelten die Gesetze der dänischen Gastfreundschaft nicht in West Sachse? Du hast mein Jarl dieser Hündin Fulke vom Orden der Ältesten zum Fraß vorgeworfen. Fulke war eine Feindin von West Sachse. Doch anscheinend hat schon jemand mein Land von dieser Gefahr befreit. Falls du es noch nicht gehört hast, das war ich. Beeindruckend. Das war sicher ein herber Schlag für den Orden der Ältesten. Was weißt du über diesen Orden? Nur dies und wenig mehr. Dieser Brief aus der Feder eines armen Mitstreiters Christi warnte mich vor einer Verschwörung gegen mein Leben. Der Galgen, die Feder, der Sachs. Drei Männer, die dich töten wollen. Es sind nur noch zwei. Bischof Elchfried ist tot. Er war der Sachs, soweit ich das beurteilen kann. Und ein demütiger Diener deines Gottes. Das muss wehtun. Und doch hat sein Tod die christliche Gemeinde in Winchester gestärkt. Ich hoffe, der Tod seiner Kumpanen bewirkt dasselbe. So viele Lügen im Namen deines Gottes. Vielleicht ist er nicht stark genug, dir zu helfen. Mein Gott ist der Allmächtige. Aber meine Feinde sind zahlreich und mein Thron ist noch jung. Diese Tode dürfen nicht auf mich zurückfallen. Ich sollte dich dem Orden überlassen. Das würde die Eroberung Englerlands beschleunigen. Auch wenn du die Staatsorgane entfernst, bleibt die Krankheit bestehen.
Dann versprich mir eine Belohnung, über die man Lieder singt. Das Gewicht eines Königs in Silber. Nun gut. So viel Silber, wie du tragen kannst. Heute früh war Greve Godwin nicht auf seinem Posten. Ein Vertrauter von dir? Godwin ging den Hinweisen aus diesem Brief nach, als er verschwand. Wo wurde er zuletzt gesehen? Bei seinem Haus am Westtor. Vielleicht findest du dort etwas. Eivor, nimm dich zusammen, solange du mein Gast bist. Meine Stadt ist kein Schlachtfeld. Noch nicht, großer König, aber der Tag wird kommen. Schön. Okay, wir haben weitere Hinweise des Ordens entdeckt. Das ist natürlich super, dass es da jetzt auch deutlich vorangeht. So, ja genau, der Sachs, der Galgen, die Feder, die Glocke, die Sichel, das Öl. Der ist gone. Aha. Enbert. Kenne ich den? Gorm. Ist auch deutlich weg, auf jeden Fall. Ja, Fulke ist gone. Gorm ist schon einer der größeren. Ja, das ist schon krass. Ja. Fulke hatte niemanden. So. Der Vater. Das ist, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. So. Ich muss diesen Greve Godwin finden. Alles entspannt, machen wir doch. Aber zuerst nehme ich noch den letzten Punkt mit, um mich auch hier in der Stadt von A nach B teleportieren zu können, wenn es mir so passt. Ja, und dann suchen wir nach dem anderen Kram. Kein Stress, bitte. Winchester weint um einen guten Bischof und einen von Kraft. Ah, so schnell erreichbare Punkte, das ist ja ganz angenehm. Nice, dass die Mucke sogar ausbleibt. Oh, naja. Was soll man dazu noch sagen? Da ist unser Ziel. Da kann ich aber nicht abspringen. Nicht wieder. Aber nicht ganz runter. Oh. Na gut. Das Game verzeiht auf jeden Fall recht viel, ja. Schön Mumm, Alfreds Leute zu verhaften. Wer herrscht überhaupt in Winchester? Ist Alfred König oder nicht? Naja, du bist es. Godwin ist fort und wach.
Godwin ist fort und Wachen schnüffeln herum. Wo könnten sie ihn hingebracht haben? Papiere wurden verbrannt. Erwischt Godwin seine Spuren? Oder wollten die Wachen Beweise vernichten? Was mir lang genug, ein Dorn im Auge, Godwin. Lass die Schnüffelei, sonst lasse ich meinen Einfluss spielen und werfe dich in den Kerker. Nicht mal dein alberner König kann dir dann noch helfen. Der Galgen. Weitere Hinweise auf den Orden. Fällt mir. Zerbrochene Schüsseln und verstreutes Essen. Er ging nicht freiwillig. In der Stadt muss es eine Festung geben. Eine gewaltsame Auseinandersetzung. Die Wachen müssen ihn zur Feste von Winchester gebracht haben. Boah, als ob ich sowas nicht kaputt kriege. Also ganz ehrlich, mit so einer Axt ist diese Truhe da in zwei. Zeig mir, was vor uns liegt. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Sag das nicht, da bist du nicht gut drin, Ava. Oh, natürlich muss ich hier rein. Ah, haha, ja. Da vorne rein. Sei meine Augen. Ohne Aufmerksamkeit. Ja, okay, alles klar. Ja. Naja, du. Der wieder geklappt. Natürlich wieder nicht rein. Oder auch. Oh Mensch. Das ist ja Wahnsinn. Sie wurde wohl verriegelt. Natürlich. Festungsschlüssel. Aber jo, den kann man auch bestimmt gut gebrauchen. Das war nicht gut. Ich bin nicht zu einfach. Deine Zeit ist um, Härte. Zu langsam. Ja, sogar. Warum sind diese Fenster? Es macht nicht mal.
oh, ich sollte vielleicht... Was ging denn der Scheiß? Ich hab keine Pfeile mehr. Ja, weißt du, ist mir jetzt auch egal. So. Den Festungsschlüssel habe ich ja. Der bringt mich hier rein. Und wie es an dieser Stelle hier weitergeht, Freunde. Ja, das hier wäre es in der nächsten Folge. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.